Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur neuen Folge des neuen Notizblocks. Lange hat es gedauert und ich habe so ein paar Sachen, die ich loswerden wollte, die ich ankündigen wollte. Und zwar, ich habe es mir hier alles aufgeschrieben, extra auf einen kleinen Notizblock, den ich bekommen habe. Erstmal, oh ja, hier auch noch, vielen Dank. Ich habe eine sehr coole Karte bekommen. Ich freue mich wie Bolle, ne? Wie ich halt. Die steht hier bei mir. Ja, also, was geht's los? Was gibt's Neues? Ihr habt vielleicht gesehen, in den letzten Folgen, der Blog sah ein bisschen anders aus, als ihr das gewöhnt seid. Eine kleine Blog-Umstellung, die da so langsam stattfindet. Das liegt daran, dass ich gerade Stück für Stück anfange, jetzt diese Folge hier nicht, aber die anderen und dann die zukünftigen, nicht mehr ganz so zu bearbeiten, wie ich das immer gemacht habe hier auf meinem MacBook, sondern anders. Und da habe ich noch nicht genau den richtigen Look und die richtige so alles gefunden. Deswegen sieht das manchmal so komisch aus mit schwarzen Rändern an der Seite und so ein bisschen. Aber es wird hoffentlich und ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Und das ist so die Übergangsphase. Was habe ich sonst noch Neues? Genau, die Päpstin geht ja bis zum 14. August diesen Jahres. Und wenn ihr euch fragt, was macht dich dann? Was passiert dann? Was kommt dann als nächstes im Notizblock? Dann kann ich euch versichern, es wird was kommen. Es wird sogar was kommen, von dem ich glaube, dass es was Cooles, was sehr Spannendes ist. Ich kann es euch noch nicht verraten, weil das ist natürlich immer so eine Sache, mit dem schon vorher verraten. Ich kann nur so weit anteasen, dass ich sage, ich werde was machen, auf das ich mich total freue, weil das wollte ich schon eine ganze Weile machen. Habe ich mich sehr darauf gefreut und das hat geklappt. Von daher werdet ihr die Chance bekommen, mich auf der Bühne zu sehen. Ihr bekommt auch in Zukunft die Chance, mich mal im Fernsehen zu sehen. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich auch ein bisschen Material, kann ich euch zeigen, was gedreht fürs ZDF. Und das dauert aber noch ein bisschen und ich sage Bescheid, wann es dann ins Fernsehen kommt. Das ist noch was Neues. Und jetzt für den Sommer, falls ihr, ist ein bisschen kurzfristig, aber falls ihr für August noch nichts vorhabt, 5. August, da spiele ich wieder mit Everybody Loves the Sunshine in der Nationalparkhalle auf Wiek, in Wiek auf Föhr. Und das wird ein ganz fettes Projekt. Genau, hier sind ein bisschen Plakate und sowas. Also 5. August, Wiek in der Nationalparkhalle auf Föhr. Rocken wir das ganze Haus wieder mit, ich weiß nicht, 13 Mann, 20 Mann, 50 Mann Band oder so. Also genug Leute. Ein Abend richtig Party. Kommt, wenn ihr könnt. Das wird echt richtig gut. Ja, das sind alle Sachen, die ich jetzt hier auf meinem Blog stehen habe. Das wollte ich einfach so loswerden. Und dann habe ich noch ein bisschen hier in meinem Blog-Archiv gekramt an unveröffentlichtem Material. Und ich habe noch ein bisschen was Unveröffentlichtes gefunden. Und das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Viel Spaß damit. Bis dahin. Ciao. Einen wunderschönen Servus und Hallo. Heute zum Notizblock. Ich dachte, das enthalte ich euch einfach nicht vor. 8.46 Uhr, 8.45 Uhr hat der Wecker geklingelt. Genau so sehe ich aus, wenn ich gerade aufwache, weil nämlich um 8:45 Uhr Abfahrt am Theater ist für eine Promo. Es geht nach Duisburg zum 20-jährigen Geburtstag von Radio Duisburg. Auf. Hallo, hey. Ja, heute ist nämlich eine kleine Besonderheit. Wir fahren zur Promo nach Duisburg und wir haben heute den Pedro dabei. Das ist jetzt keine Besonderheit an sich, aber Pedro spielt heute nicht Gitarre, sondern Batz. Ein Neuart. Mal sehen, ich weiß es selbst noch nicht. Ja, und Dominik Schwarzer, Mr. White, spielt dafür das, was der Pedro sonst immer macht, nämlich Gitarre. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich habe heute die wahnsinnig ehrenvolle Aufgabe des Bandleaders zugetragen bekommen. Was? Entscheidungsgewalt über welche Stücke in welcher Reihenfolge wie gespielt werden. Was? Okay. Anscheinend wissen das die Kollegen noch nicht. Ja. Kann man noch mal nach Hause fahren? Aber sie werden sich meinem Regime unterwerfen. Kann man? Wir haben Amps. Und Monitor. Ja, das haben wir auch gehabt schon. Aber die Monitoring, muss das kurz erklären. Also die Gitarren klangen bisher immer beschissen, weil wir haben die immer direkt abgenommen und das sind E-Gitarren. Die muss man zum Klingen bringen mit Amps.
Jetzt haben wir Amps, das ist cool. Amps. Ist der Rhein? Oh, ja, ich denke eher die Ruhr. Die Ruhr? Im Ruhrgebiet. Der Rhein ist es nämlich. Das heißt ja nicht Rheingebiet. Aber ja. Rheinland. Wir haben es uns gerade erklären lassen, das ist hier vorne der Rhein, dann fließt in der Mitte die Ruhr und dann da hinten wieder der Rhein. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht, warum man die beiden Flüsse nicht einfach mischt. Ja, ist ja Wasser. Miechen. Ist ja Wasser. Kaffee, die Latte. Da habe ich Bock drauf jetzt. Aber es ist echt ganz nett mit dem Wasser hier, ne? Kann man machen, ne? Kann man machen. Ja, ich habe letztens Texte gefunden. Also. Eine Rapband früher als. Ja, was heißt Rapband? Also ich hab viel Hip-Hop also so gehört und dann natürlich auch geschrieben. Ja. Voll witzig. Hip-Hop? Check unter der Blase. Scheiße. Ey. So, jetzt also, Leute, ihr habt es gesehen, wir haben einen kleinen netten Gig hier bei Radio Duisburg hingelegt. Die Leute waren aus dem Häuschen und sind gesprungen und haben getanzt, wie als hätten sie Buddy Holly noch nie live gesehen. Und wir essen jetzt noch ein paar Schnittchen und das soll es gewesen sein. Wir sind ein paar Schnittchen. Hier sind die Schnittchen. Da ist ein Schnittchen. Das Schnittchen hat nämlich den Auftritt gefilmt hier. Ja, vielen Dank an Schnittchen. Sehr gerne. Ja, und das soll es gewesen sein. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Notizblock. Macht's gut, adios, bis dahin. Ciao, Ohrenschlaf und gute Besserung.